Hey Leute, willkommen zurück auf Roblox Victor. Heute spielen wir eine Obby über die Costa Cave und Plankton und SpongeBob und alles. Weil Felix ist jetzt schon bei der zweiten Stage, warum auch immer. Und Plankton steht da und sagt, hey du, ich brauche Hilfe. Kannst du mir helfen, die Geheimformel von Mr. Krabs zu holen? Können wir das, Anton? Ja, kein Problem. Gehen wir einfach mal los. Hey, die Tür ist zu. Wie sollen wir denn die geheime Formel bekommen? Wir müssen drumherum springen, Anton. Wir schaffen das. Vertrau mir. Wo seid ihr? Ich bin ein Puffy am Anfang. Hier in der großen Krabbe. Hier hin. Ach, hier. Ja, klar. So. Oh mein Gott, SpongeBob. Warum sind wir auf einmal so klein? Oh mein Gott. SpongeBob, bitte. SpongeBob, dein Pfannenwender. Ich dachte, man kann auf dem Pfannenwender springen. Nee. Ich hab geschafft. Mit dem Pfannenwender will er dich schlagen. Dieser Ehrenloser. Oh, okay. Du solltest nicht da rein. Oh, die haben das Bratfett nie gewechselt. Ekelhaft. Ich bin hier hinterher gesprungen, weil ich dachte, okay, wenn du da reinspringst, dann wird das schon richtig. Ich bin ja auf die Pommes gesprungen, aber wie soll man das bitte schaffen? Ah, hä? Links Na, der Pommes, der linke, weiß doch jeder. Ach so, ich verstehe jetzt, das ist das. Okay, wo bist du gesprungen? Warte, rechts. Das countet voll langsam. Verdammt, ein Dead End. Schnell, benutze die Bubbles, um was? Um auf die andere Seite zu kommen. Warum ja gut, das hat ja das gut immer so lange, bis man stirbt, dann hat man immer noch voll die Chance. Ja. Wo sind bitte die Bubbles? Die Bubbles sind wieder weg. Ah, jetzt sind sie wieder da. Wir müssen uns beeilen, sonst sind sie weg. Roblox, Felix, geh mir aus dem Weg. Easy. Boah, ich bin so gut. SpongeBob könnte in der Küche wirklich mal sauber machen. Ekelhaft. Warum fliegen Tomaten herum? Das nennt man Krabbe-Spirit. Genau. Der fliegende Holländer ist hier am machen. So, ich hoffe, ich muss den fliegenden Holländer nicht sehen. Roblox Felix ist so am Speedrun, ne? Ja, da soll man aufhören so zu Speedrun. Wir müssen erst mit Plankton zuhören. Spring auf die Patties. Ich dachte, Patties wären ja nur das Burgerbrötchen eigentlich. Ne, du springst auf die Brötchen. Du willst ja doch nicht den Burger anfassen. Okay, ich spring auf die Burger und komm zur Tür. Let's go zur Tür. Wow. Oh mein Gott. Oh ja, ich merke schon, die sind sehr bouncy. Mhm. Oh mein Gott, auf den durfte man nicht springen, glaube ich. Doch, durfte man natürlich. Nee, ich bin da eben durchgefallen. Das Flaggen. Ich hab's geschafft. Aber warte mal, sind wir jetzt reingegangen, um wieder rauszugehen? Egal. Ich weiß nicht was, aber das Flaggen-Pattern könnte der Code vom Safe sein. Ah, na gut, okay. Was müssen wir machen als Flaggen-Pattern? Ich verstehe es. Das ist das Flaggen-Pattern. Okay, ja, das ist das Flaggen-Pattern. Erst Bayern. Okay, das heißt 2, Bayern, 1. 4 und dann 5. Okay, ich bin drin, ich bin im Safe drin. Wo ist die Formel? Wo ist die Formel? Wo ist die Formel? Mr. Krabs, wir wollen dein Geld nicht. Warte, wir müssen auf Fuchs warten. Da ist Fuchs, okay. Let's go, go. Wo ist die Formel? Seht ihr die Formel? Ich bin gerade hochgesprungen, ohne zu merken, dass das hier das Obby ist. Ich bin ja einfach nur so aus Reflex hochgesprungen. Okay, let's go. Ist hier die Formel? Nee, hier ist die Costa Cave. Mr. Krabs hat uns rausgeworfen. Oh mein Gott! Wir müssen fliehen. Wir müssen uns die Formel mitnehmen. Oh. Raus zum Apfeleimer. Da ist Polizei, die wartet schon auf uns. Warum laufen wir eigentlich nicht einfach geradeaus rüber? Das wäre zu einfach. Ja. Boah, ich bin so gut. Oh shit. So knapp. Können wir eigentlich stehen bleiben? Jetzt zu SpongeBob, Leute. Warte, wir gehen zu Patrick. Das ist doch voll die falsche Map. SpongeBobs Haus ist komplett anders ausgerichtet. Und zu SpongeBob. Ja, ist es auch. Eigentlich müsste ich hier, Dafür sein. So, okay. Wir sind jetzt bei Gary. Da ist ein Knopf, wir dürfen nicht von Gary gesehen werden. Los, finde ihn. Make sure to avoid Gary. Bei mir bist du gerade direkt durch Garys Blickfeld durchgelaufen. Ich mach, was ich will, okay? Ach, hier ist der Knopf. Das ist ein Knopf. Oh. Ja, okay. Wach, weck Gary nicht auf. Ich dachte, Gary ist in der Stube oder so. Weck Gary nicht auf, weck Gary nicht auf. Die Tür. Okay. Ich glaube, die Formel ist in Garys Rücken. In Garys Schale. Fuchs, los, wir dürfen Gary nicht wecken. Du musst flüstern. Los in Gary rein. Ja. Los in Gary rein. Ganz kurz. Okay, wir sind Gary drinne. Okay, wir sind in Gary drinne. Nur, wo ist die Formel? Ich bin ziemlich klein. Let's go. Wir schaffen das, okay? Rutsche. Fuchs, leise. Wenn wir ihn wecken, dann kackt er uns aus. Ja, ekelhaft. Iu, Garys Schleim.
Mach sicher, den Schleim zu avoiden. Ich kann nicht Englisch, ich kann nicht das auf Deutsch translaten, das klingt zu dumm. Übrigens, es war dumm, dass ich auf den linken Turm springen wollte. Das war dumm, du musst flüstern. Nö, warum ich schreie jetzt Gary, rum. Erstens, warum hat Gary eine Wirbelsäule? Vergiss es, okay? Das ist kein Wirbeltier. Doch, ist es. Und warum ist das die auch so komisch platziert? Wie du bei verstehst Gary nicht. Komischen Typen. Du verstehst ja, Gary nicht, wie ich Gary verstehe. Was soll denn das? Du verstehst Gary nicht, wie ich Gary verstehe. Victor, wir sind gestorben. Ja, wir haben die Formel. Jawohl. Was ist das? Ja, das war's. Und wenn ihr sehen wollt, wie wir drei noch weitere Obbys zusammenspielen, dann lasst gerne einen Kommentar da. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert auch die anderen beiden. Das war's und ciao.